Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. In Italien tobt ein Bürgerkrieg, aber unser Herzog, Herzog Zentoll, der hält sich diesmal raus, denn der hat andere Pläne, andere Ziele. Der widmet sich dem Heidenkampf und hat sich dafür die Insel Mallorca ausgesucht, wo er mit seinen Verbündeten inzwischen gelandet ist. Dieser Krieg allerdings wird nicht einfach zu führen sein, auch wenn es schon mal ein Erfolg ist, dass wir dort als Erster gelandet sind. Aber das Problem ist, wir werden natürlich neben der Besetzung von Palma vermutlich auch noch die Hauptstadt des Gegners besetzen. Und das heißt, eine zweite Landung ist nötig und vor allem die Verbündeten, die dann folgen müssen dorthin, das ist nicht ganz so einfach. Bevor wir dazu kommen, aber doch noch einmal ein Blick auf Italien, denn die Sache ist doch ein bisschen interessanter noch, als ich dachte. Denn wenn die Aufständischen gewinnen werden und Prinz Savary auf den Thron setzen, dann bedeutet das, dass das Königreich Italien wieder selbstständig wird, aber natürlich nur in den de jure Grenzen. Und weil das Königreich Burgund inzwischen gegründet wurde, bedeutet dies, dass wir nicht mehr Teil des Königreichs Italien wären, sondern nach wie vor Teil von Lothringen. Das ist natürlich auch für uns eine interessante Entwicklung, aber ich denke insgesamt, unser Herzog ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, ernüchtert von diesen Machtspielchen zwischen den christlichen Herrschern. Er sieht eher den Feind außen bei den Heiden im Kampf für das Christentum und sieht diese ganzen Kriege und nochmal Kriege und Bürgerkriege sehr, sehr kritisch. Ich glaube, das ist eher so seine Haltung. Gut, dann kommen wir mal gleich zu den Kriegshandlungen, aber vorher noch eine Sache. Und zwar habe ich gesehen, dass unsere Frau hier uns noch im höfischen Ränkespiel unterstützt. Das kommt, glaube ich, noch vom vorherigen Herrscher. Das ist, glaube ich, nicht so sinnvoll. Ich denke, wir werden sie bitten, ihre Stärke auszuspielen und bei der Domänenverwaltung zu helfen. Das dürfte dann auch unsere Einnahmen etwas steigern noch. Und eine zweite Sache, das wird sie gemeinsam natürlich mit unserem Bruder machen, der Ratsverwalter ist. Und Stichwort unser Bruder. Wir wissen, dass er absolut untalentiert ist, was das Kämpfen betrifft. Er ist ja auch vernarbt, hat eine Wunde, wobei ihn das nicht abhält vom Kämpfen. Aber naja, er ist ein schlechter Kämpfer. Und weil er, so stelle ich mir das vor, gemeinsam mit unserer Frau zurückbleibt und das Herzogtum führt, werde ich ihn auch hier aus der Ritterschaft rausnehmen, ihm das Kämpfen verbieten. Dann sind wir zwar nur noch zwei Ritter hier, aber Herzog Zentoll gleicht das doppelt aus, würde ich sagen. Soweit erstmal dazu. Hier gibt es nichts Neues. Wir könnten noch einen Verbündeten rufen für 150 Prestige. Wir würden allerdings ins Minus gehen. Das wäre noch eine Möglichkeit. Müssen wir mal gucken. Also, aber erstmal wollen wir hier die Belagerung starten und ich bin gespannt, was hier unsere Gegner unternehmen. Im Moment werden sie noch zahlenmäßig überlegen. Ja, wir haben selber aber auch noch den Landungsmalus, wobei er jetzt vorbei ist. Und wo kommen unsere anderen Verbündeten? Aus Klagenfurt. Sie sind bald da. Okay, dann sind wir zumindest zahlenmäßig überlegen. Gut, da hier scheinbar nichts Besonderes passiert, werden wir mal ein bisschen schneller machen. Und sie verhalten sich klug. Sie bleiben hier, damit die Verluste bei der Belagerung nicht noch höher sind. So, ein Ratsmitglied ist gestorben. Ich glaube, dabei handelt es sich um den Bürgermeister. Jetzt haben wir einen neuen Bürgermeister. Oh Gott, der ist ja überhaupt nicht geeignet für die Diplomatie. Dann müssen wir hier leider einen Wechsel der Positionen machen. Wir müssen unseren Bruder, denke ich, hier zum Ratskanzler machen. Und der Bürgermeister wird dann Ratsverwalter. Hilft nichts. So, die Belagerung ist halb durch. Was machen die gegnerischen Armeen? Die haben schon teilweise Nachschubprobleme. Ja, das ist gut. Mal gucken. Gleich haben wir die Belagerung und sie bewegen sich in Richtung ihrer Hauptstadt. Interessant. Süßes Lächeln und kleine Lügen. Wie andere Kinder in seinem Alter auch, lügt mein Sohn und Erbe Gusbert hin und wieder, um Grenzen auszutesten. Allerdings traut ihm das häufig niemand zu, der sich immer so niedlich verhält und die Menschen verzeihen ihm stets, wenn er doch einmal ertappt wird. Ich frage mich wirklich, womit er wohl so davonkommt. Ich werde dieses Kind im Auge behalten, er ist 13. Aha, interessant. So, die Belagerung ist jetzt gleich erfolgreich zu Ende. Genau, und zwar jetzt. Und
sagt man, jetzt ist schon wieder der Bürgermeister gestorben, was ist denn da los? Außerdem gibt es eine weitere Fraktion, aber das sind nur cisalpinische katholische Populisten. Also das heißt, das Volk in Italien, das lehnt sich auch noch auf, interessanterweise. Okay, 8 Gold durch die Besetzung von Mallorca erhalten. Und ja, erneut ist der Bürgermeister gestorben. Haben wir nicht 9 Bürgermeister? Was ist denn da los? Wahrscheinlich müssen wir noch einmal abwarten. Oder täuscht. Ach nee, das ist gar nicht der Bürgermeister. Was erzähle ich da? Oder doch? Ach, hier, natürlich. Das war der Bürgermeister. Entschuldigt. Ich hab falsch geguckt. Hier. Also, Julian von Orange. Der ist der neue Bürgermeister, 54. Und der wiederum ist jetzt ein sehr talentierter Ratskanzler. Insofern werden wir ihn nicht als Ratsverwalter zuweisen. Egal, das tauschen wir jetzt einfach mal aus. So. So ist das dann wieder in Ordnung. Ja, wir sind sehr abhängig von den Bürgermeistern dieser Stadt. So, jetzt aber die Frage, was machen wir jetzt? 27% Kriegsstand. Ich würde Folgendes sagen, wir versuchen mal dem Gegner eine Falle zu stellen. Wir werden uns mal hierhin bewegen, in der Hoffnung, dass die Gegner denken, wir haben Palma verlassen. Okay, aber das bringt nicht viel, weil die anderen nicht mitkommen. Ich hatte gehofft, dass sie hier landen und wie sie dann quasi erwischen bei der Landung. Aber das scheint nicht zu funktionieren. Wir warten nochmal 3-4 Tage ab. Okay, sie tauchen nicht auf. Nun gut. Ich habe mit eurem Ratskanzler korrespondiert. Wer meldet sich hier? Der Herzog von Savoyen. Und ich muss schon sagen, dass ich euch nun in einem neuen Lichte sehe. Vielleicht seid ihr sogar jemand, den ich eines Tages gern meinen Freund nennen würde. Oh, der Herzog Konrad von Savoyen. Unser Ratskanzler macht eine gute Arbeit. Beziehung hier verbessert. Wobei wir ihn offenbar nicht so richtig leiden können. So, was machen wir? Wir müssen jetzt eigentlich runter von der Insel. Es hilft nichts. Ja, dann machen wir das mal. Ich hoffe, die Verbündeten folgen. Das Problem ist natürlich, wenn wir hier auf den Gegner treffen, dann haben wir halt den Landungsmalus. Ja, sie scheinen zu folgen. Das ist schon mal gut. So, jetzt ist schon wieder der Bürger. Was ist unglaublich. Was ist in dieser Stadt? Was sind da für Zustände? Okay, jetzt haben wir eine Bürgermeisterin, die auch die Ratskanzlerin hier spielen kann. Oh mein Gott. Mal sehen, ob sie ein bisschen länger durchhält. So, und das ist das, was ich befürchtet habe. Sie kommen jetzt sofort, um die Gegenbelagerung durchzuführen. Ja, wir könnten natürlich jetzt auch wieder landen, dann hätten wir beide den Landungsmalus, aber ich versuche es jetzt einfach mal etwas anderes. Ich versuche hier die Gelegenheit zu nutzen und dann direkt die Hauptstadt zu belagern, weil wir, wenn wir ihn hier erwischen in der Hauptstadt, Emir Matta, dann ist der Krieg zu Ende und dann ist eigentlich Palma irrelevant geworden. Deswegen machen wir das, versuchen wir das. Ich hoffe, die anderen folgen uns. Alternativer Geschmack. In letzter Zeit befriedigen mich normale Tätigkeiten nicht mehr. Die Ärzte empfehlen verschiedene Salben und Tinkturen, doch nichts erregt mich. Als ich zunehmend verzweifelt bin, finde ich ein paar Bücher ganz unten in einem Stapel eines Kaufmanns, die ungewöhnliche Aktivitäten abbilden. Ich kann nicht aufhören, in ihnen zu blättern und in meinen Lenden wird ein Feuer entfacht. Oh mein Gott. Okay, jetzt könnte man natürlich meinen, dass jetzt der religiöse Eifer und der christliche Bezug uns dort absolut immunisieren. Aber wir wissen alle, dass das natürlich Quatsch ist. Insofern, die Versuchung ist immer präsent. Und es könnte möglich sein, dass wir dieser verfallen. Insofern werde ich das jetzt auswürfeln, wie wir hier reagieren. Ich würfle eine 2 und tatsächlich, das bedeutet, 1 bis 3 ist immer die erste Auswahl. Wir werden heimlich, wir leben heimlich offenbar irgendwelche sexuellen Befriedigungen, Bedürfnisse, erotische Bedürfnisse aus, die eigentlich
Wider unseres Glaubens sind. Aber sie sind da. Und wir leben sie aus. Aber wir verraten es niemandem. Okay. Damit machen wir uns natürlich auch erpressbar und angreifbar. Mal schauen, ob sich noch durch irgendein Event ergibt, was das für Dinge sind, die wir tun. Ich meinte, naja, nee, ich wollte gerade ein bisschen spekulieren aufgrund seiner Kindheitserfahrung, aber das lasse ich jetzt mal. Das muss jetzt nicht sein. Mal sehen. So, wir werden jetzt hier landen. Der Gegner ist schon relativ weit hier, 56 Tage. Aber wenn er das zu Ende belagert und dann hierher wiederum kommt, sind unsere 30 Tage abgelaufen. Das heißt, eine Schlacht hier würden wir gut schlagen können. Die Belagerung wird vermutlich länger dauern, ja. Aber sie ist wichtiger. Weil vielleicht können wir hier jemand Wichtiges gefangen nehmen. Das Kriegsziel ist natürlich auch entscheidend. Klar, wir müssen dann dort auch irgendwann wieder zurückkehren. Aber das könnte noch ein bisschen relevanter werden. So, diese Beeinflussung, die wollte ich schon längst beenden. Das werde ich jetzt mal tun. Wir haben auch ein sehr gutes Verhältnis mit diesem Fürstbischof. Ich will was anderes tun. Ich werde, glaube ich, mal mit Papst Stephanus versuchen, mich ins Benehmen zu setzen. Er ist zwar schon alt, aber wir sind fasziniert von diesem Papst wegen des Kreuzzugsgedanken, ihr wisst. So, wie läuft der Krieg? Für den Verteidiger scheinbar positiv. Die Angreifer, die ihn vom Thron stürzen wollen, die haben noch nicht viel erreicht. So, Mallorca ist wieder in der Hand des Gegners. Wir haben allerdings unseren Verschiffungsmalus verloren. Und wenn sie jetzt hier landen würden, würde ich sofort die Belagerung abbrechen und in die Schlacht ziehen. Es ist natürlich auch möglich, dass sie bei uns landen. Alles ist denkbar. Ich gucke nebenbei nochmal, ob der Kriegerorden, ach, der ist nach wie vor angeworben. Wenn ich mal gucken, also ich weiß nicht, wo kann man sich das anschauen, wo die kämpfen. Großmeister Arnold, vielleicht können wir es auf diesem Weg herausfinden. Achso, ja, wir sehen ihn ja. Wo bist du, mein Freund? Da bist du. Ja. Tatsächlich, du führst eine Armee. Aber was ist denn das für eine Armee? Was macht ihr dort? Okay, er kämpft. Ah, er kämpft mit dem Kleinkönig von Valois gegen eine Unabhängigkeitsfraktion. Gegen diese hier. Und das sind aber auch Katholiken. Das verstehe ich nicht. Wieso kämpft er denn da mit? Der dürfte eigentlich gar nicht. Der sammelt sich auch 67 Tage. Also da können wir keine schnelle Hilfe erwarten, leider. So, na gut, wir bleiben mal hier. Ach so, eine Sache hatte ich euch ja noch gar nicht erzählt. Es gibt insofern ganz gute Nachrichten, denn hier unser Gegner ist in einen weiteren Krieg verwickelt, um den er sich derzeit nicht kümmert hier. Um das Emirat von Tlemcen. Der Gegner ist auch relativ stark und eigentlich müsste er sich darum kümmern, wenn er diesen Krieg gewinnen will. So, jetzt wird König Clotaire erneut angegriffen von der Herzogin von Capua. Die nutzt die Gelegenheit, genauso wie die von Spoleto und will unabhängig werden. Das ist faszinierend, weil das sind alles diese Frauen. Ansia und jetzt auch sie. Anselberga. Stammen die, glaube ich, sogar aus einem Haus? Guideschi? Ja, tatsächlich. Also das sind starke Frauen, starke, ehrgeizige Frauen, die ihr eigenes Herzogtum hier führen wollen. Hochinteressant. Die nutzt die Gelegenheit und die Gelegenheit ist perfekt eigentlich. Sehr gut gemacht. Das war jetzt allerdings nicht die Stimme von Herzog Zentoll, die hier sprach. So, die Gegner sind nicht in Sicht, oder? Sie könnten bei uns vor unseren Küsten auftauchen, das wäre ein Problem. Aber es sieht so, als ob wir unbeschadet die Belagerung hier durchziehen können. Wo sind die Gegner? Das ist die große Frage. Mal gucken, wie hoch die Beute ist. Auch das nicht ganz unwichtig für uns. Ja, na also, das... ehrlich gesagt, daran habe ich jetzt gar nicht unbedingt geglaubt, aber es war glücklich und erfolgreich. Nicht nur die Belagerung gewonnen und 17 Goldstücke erhalten, sondern wir haben auch Emir Matta direkt gefangen genommen. Das heißt, ohne die Insel Mallorca selbst jetzt zu besitzen, können wir hier einen Frieden schließen. Und ja...
das Mallorca hoffentlich dann auch christianisieren. Okay. Gut, also, wir bekommen das. Wir halten 15 Ruhm. Ja, perfekt. Unglaublich. Also, das ist wirklich ein erster großer Erfolg für unseren Herzog. So sei es. Gut, dann gucken wir uns mal an, was jetzt hier los ist. Das ist ja ein spannender Punkt. Wir lösen unsere Truppen auf. Das kommt noch hinzu. In Palma werden wir natürlich sofort dafür sorgen, dass wir hier die Kontrolle irgendwie gewinnen. Und wir werden natürlich, das ist ja klar, versuchen jetzt hier gleich zu bekehren. So, was man natürlich auch versuchen könnte, ist diese Kultur zu fördern. Aber ihr wisst, da bin ich ein bisschen skeptisch. Da habe ich immer so meine Hausregel. Das will ich frühestens nach 50 Jahren machen. Wie lange dauert denn das jetzt, das Bekehren? 6 Jahre und 13 Jahre, bis wir die volle Kontrolle haben. Interessant. Okay, die Truppen gehen nach Hause. Wir gucken uns aber Palma nochmal genauer an. Das ist jetzt unser direktes Besitztum. Was ist dort vor Ort schon vorhanden? Ein Weideland, immerhin. Bringt uns doch mal Aufgebote und plus 0,2 Steuern. Das hat also schon einen gewissen Wert. Sehr schön. Und natürlich die Burg. Und dann haben wir noch eine Stadt, Alcudia, die direkt von einer neuen Frau, die quasi jetzt eingesetzt wurde, oder? Ja, die ist ja auch Katholikin. Ah, eine neue Bürgermeisterin. Das heißt, jemand, der auch im Rat agieren kann. Offenbar in den Städten sind es Frauen, die die Städte führen. Wir gucken mal. Ich denke, sie ist talentiert genug. Aber was hat sie verbrochen? Als Verbrecher bekannt. Wir wissen aber nicht genau, was es ist. Sehen wir das irgendwo? Ich muss mal gucken. Ja, das ist unser Geheimnis. Nee, wir sehen es nicht, was sie getan hat. Ach so, da steht ja unzüchtig. Ah, okay, das geht natürlich nicht. Unzüchtig. Okay, also wir sind natürlich selber unzüchtig, aber gerade, ne? Gerade wenn wir selber unzüchtig sind, werden wir das nach außen hin natürlich umso schwerer verfolgen, um keinen Zweifel an uns irgendwie entstehen zu lassen. So, insofern müsste es doch möglich sein, sie dort, ja, einzukerkern. Schon irgendwie, ne? Das Ganze wird allerdings nicht erfolgreich sein. Aber sie kann das doch gar nicht ablehnen, ne? Sie ist doch nur Bürgermeisterin. Sie wird auf Wanderschaft aufbrechen. Okay, sie wird einfach abhauen. Das ist in Ordnung. Also, dann soll sie gehen. Wenn wir es schon nicht schaffen, schmeißen wir sie einfach raus. So stelle ich mir das jetzt vor. Ja, sie konnte sich der Verhaftung entziehen. Okay, alles klar. So, dann haben wir hier eine neue Bürgermeisterin. Ich sag ja, schon wieder eine Frau. Okay, die ist erstmal, der Leumund ist einwandfrei, sprunghaft, keusch, treuherzig. Und sie ist tatsächlich auch durchaus talentiert. Wir gucken mal, was sie machen könnte. Ja, unsere Tante ist als Ratsspitzlin auch eher so eine Notbesetzung. Was ist eigentlich mit ihr hier? Nee, sie ist in der Hinsicht nicht gut. Ich würde schon sagen, dass wir dann sie in den Rat holen. Ja, machen wir das mal. Wobei unsere Tante, zu der haben wir natürlich ein freundschaftliches Verhältnis. Irgendwie müssen wir für die noch eine andere Position finden. Aber da gibt es meines Erachtens nicht. Ja, wir wollten sie verheiraten. Das ist noch ein Thema, ne? Wer ist hier gerade Gast? Wir müssen halt bedenken, dass wir dann wieder Mitgift zahlen, weil sie natürlich eng Teil unseres Hauses ist. Haben wir einen männlichen Gast? Ja, Vladislav hier. Der ist schon 43, aber er wird uns vielleicht noch 10 Jahre dienen. Und es ist ein guter Kämpfer. Oh, und auch ein guter potenzieller Marschall. Ich würde sagen, wir machen Folgendes. Wir werden tatsächlich jetzt unsere Tante mit diesem hier verheiraten. Dann, der kriegt auch die Mitgift. Und dann, ja, dann kann sie sich den Dingen widmen, denen sich Frauen normalerweise hier widmen, wenn sie nicht gerade Bürgermeisterin sind. Okay, machen wir das. Also, Heirat arrangieren.
Reisender mit Wladislaw wird annehmen. Natürlich nicht matrilinear, weil ich das soll der absolute Ausnahmefall bleiben. Natürlich wäre es spieltechnisch besser, aber das war der absolute Ausnahmefall, zumindest in Mittelwesteuropa. Und insofern werde ich das hier auch nicht ausnutzen, dass das möglich wäre. Gut, wir schicken mal den Vorschlag ab. Wenn er angenommen wird, dann kriegt er... Was? Wir werden geplündert? Ne, ernsthaft? Wird überfallen. Wo? Ich sehe gerade nichts. Ach, da oben. Das sind aber nicht wir direkt. Okay, alles klar. Das ist das Königreich selbst. So, ist er da? Nimmt er an? Ich warte auf die Nachricht. Allzu gerne. Okay, ausgezeichnet. So, sehr schön. Dann ist der nächste Schritt, dass dieser Mann... Jetzt müssen wir ihn erstmal nochmal finden. Der ist ja jetzt... Wladislaw? Der müsste jetzt bei uns am Hof sein, ja. Der bekommt jetzt die Mitgift. Die 50. So, und dann hat sie jetzt anderes zu tun und wir werden die Bürgermeisterin hier zur Ratsspitzlin machen. Findet sie zwar nicht so doll, aber okay. Ja, hervorragend. Hervorragend. So, dann würde ich sagen, ist das nächste Wichtige, das, was hier in Italien passiert. Verfolgen wir mal diesen Krieg etwas intensiver. Eine Bekannte ist gestorben. Ach, sie saß... Ach, Leute, wir müssen noch gucken, wer bei uns... Das war noch eine Gefangene. Hm. Mit der hätten wir noch was unternehmen können. Also sie vielleicht von unserem Glauben überzeugen oder ähnliches. Das habe ich versäumt. Aber nun ist es zu spät. Aber sie war auch Heidin. Da müssen wir jetzt nicht so lange traurig sein. Eine weitere Fraktion ist geschaffen worden. Aber das ist hier unsere katalanisch-ibaditische... Ist ja interessant, dass sie sich gegen unseren Lehnsherrn richtet und nicht gegen uns selbst. Hm, das finde ich ein bisschen merkwürdig. Gut, ist dann wohl so. Kriegen wir eigentlich schon Geld aus unserer neuen Domäne? 0,02. Ja, das wird jetzt langsam hochgehen. Oh, jetzt wird es ja interessant. Herzog Konrad wurde exkommuniziert. Das ist der Herzog, der sich uns annähern wollte. Warum? Er ist gebrechlich, einbeinig, exkommuniziert, verschwenderisch. Was hat er sich geleistet? Unersättlich. Das ist natürlich eine Sünde, ist klar. Okay, dann wollen wir natürlich mit ihm nichts mehr zu tun haben. Und außerdem beteiligt er sich ja auch an dieser Revolte. Das sieht der Papst wahrscheinlich auch kritisch, weil die göttliche Ordnung damit irgendwie gefährdet ist. Warum? Warum? Zeigt er uns an, dass es auf unserem Territorium ist. Haben wir noch mehr Territorien, von denen ich nichts weiß? Das ist doch König Clotaire. Eigentlich interessiert uns das eher wenig. Hm. Nun gut. So, was haben wir denn hier? Wir haben hier die Armeen. Aha, das ist die Rebellenarmee. Die ist also scheinbar noch fast intakt. Okay, das sind alles die Rebellen. Und hier, wo haben wir die gegnerische Seite oder beziehungsweise die Seite des Königs? Hier, das sind die Wessex-Leute, die hier wieder kämpfen. Okay, die belagern die Toskana. Aber der eigentliche Anführer ist ja gar nicht Toskana, sondern Savoyen. Das heißt, da müssten sie eigentlich hinziehen. Na, der klassische Fall mal. Okay. So, wir sind jetzt beim Papst oder kommunizieren mit ihm. Papst Stephanus soll empfänglicher für meine Versuche werden, mich ihm anzunähern. Hierzu kann ich meinem nächsten Sendschreiben an seinen Hof ein Kompliment beifügen. Ich werde darauf achten, seine jugendliche Lebenskraft zu loben. Ja. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ich glaube, das wird vielleicht... Naja, andererseits halt. Er hat eine eiserne Konstitution und einen gesunden Körper und lebt gesund. Vielleicht fühlt er sich geschmeichelt. Komm, das machen wir mal. Okay, tatsächlich, das war ein Quell der Freude für ihn. Ja, großartig. 10 Meinung verbessert, wunderschön. So, gut.
Ja, also wir müssen jetzt erstmal Geduld zeigen, damit sich hier unsere Herrschaft, unsere Macht etabliert. Dann profitieren wir aber durchaus davon. Wir haben jetzt schon na, etwa 100 Truppen mehr zur Verfügung. So, Clotaire wird nochmal angegriffen, diesmal halt von einem Bauernaufstand. Und die nächste Exkommunikation. Oh mein Gott, König Clotaire. Okay, das ist natürlich jetzt ein Hammer, ne? Wow. Das ändert sicher doch einiges. Das ändert doch einiges für unseren jungen Herzog. Darüber wird er erstmal ein bisschen nachsinnen, was das nun bedeuten mag. Wie er sich in dieser Situation verhalten soll. Seine Beziehungen zum König waren ja bislang komplett distanziert. Er hat nicht gehuldigt. Und genau das wollte er. Er wollte abwarten. Und außerdem vertritt er ja vor allem auch die Sache des Papstes, ne, in vielerlei Hinsicht. Eieiei. Okay, ich würde mal sagen, dann machen wir hier erstmal einen Schnitt und lassen ihm ein bisschen Bedenkzeit. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut, euer Steinwallen.